Hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Hier ist wieder Navigator, heute mit einem weiteren Video auf dem Public Test Server. Da leider niemand da ist, spiele ich jetzt im Koop Just 3 vs 3 Modus mit 5 KIs. Ja, und ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal den neuen Gott Rama. Gibt's seit Freitag, glaube ich, das Ganze. Also den Public Test Server ist jetzt heute das erste Mal, dass ich hier spiele. Hab ihn schon ein paar Mal gespielt. Ist so noch ziemlich verbuggt. Aber eigentlich ganz schön, wenn man die, ja, wenn man sich überlegt, wie er eigentlich sein sollte. Ravana and his army shall pay. Ja. Sieht schon gleich über dem Bild seine Passiv. Er lädt immer so ein bisschen auf. Wie lange sind es? 15 Sekunden. Und für, pro 15 Sekunden bekommt er einen Pfeil hinten in seine Küche rein. Das sieht man hinten jetzt auch. Weil der eine der Seite hier ist, wo die Federn ausschauen. Und für jeden erfolgreichen Auto-Tech-Hit wird der Cooldown um 2 Sekunden verkürzt. So, jetzt habe ich da hinten 2 Pfeile. Und natürlich den einen, den ich in der Hand habe, aber der zählt nicht. So. Wie fange ich an? Damit und Lifesteal. Ich hoffe mal, dass er sich. Also ja, ich spiele halt wie ein ADC. Und mache auch mal alle 3 Skills. Hier sieht man die Übersicht. 1 ist ein. Ja. Buff oder so. Ich schieße diese Astral Arrows, die ich da hinten drin habe. Schieße ich. Die schlagen doch alle Gegner durch. Machen an allen Schaden. Ja. So eigentlich der Haupteffekt von denen. Und ein bisschen zusätzliche Kraft. Ein Nachteil ist aber leider, dass es verbuggt ist. Man kann, solange man noch Pfeile hat, kann man sie nicht mehr aufstoppen. Ja. So, hat gesehen, ich habe doch alle 3 durchgeschossen. Mit den 5 Schüssen. Man sieht auch mit, ja, mein Autotext beschleunigen, meine Passiv beim Aufladen. Meine 2 ist eigentlich ein Attack Speed Buff, der jetzt natürlich nichts bringt, wenn die Wand da im Weg ist. Bis zu 50% Attack Speed für 5 Sekunden. Und macht das, wenn ich einen von diesen Pfeilen einsetze, irgendwas Besonderes, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass er als Objekt auf der Map liegt. Beim ersten, den er trifft. Sieht der jetzt einer? Nein, schade nicht. Ja, ist noch nicht so hoch die Wahrscheinlichkeit. Ja, das ist meine 2, also die passive Fähigkeit, das höhere Drop-Chance von den Astral Arrows. Und aktiv Attack Speed. Dann 3 ist ganz witzig, weil am Anfang sieht so aus. Ihr seht, wenn ich jetzt, je nachdem in welche Richtung ich laufe, dreht sich das Ganze. Ja. Und man kann die 3 canceln. Aber wenn man die 1 macht, kann man sie nicht canceln. Die wird erst gecancelt, wenn man alle Pfeile verschossen hat. Aufpassen muss, wenn man die 3 macht, während bei die für 3 verbraucht auch einen Astral Arrow, dann ja, wenn man noch die 1 aktiviert hat und noch welche im Köcher hat von den Superpfeilen, verbraucht man 2 auf einmal, weil man einen Schuss nach vorne macht in dem Moment, wo man losrollt. Ja. Und da das Ganze ein Escape ist, komme ich aus Poseidons Strudel auch nicht raus. Sieht witzig aus mit den Dingern. Ja, man sieht, ich habe jetzt gerade 5. Wenn ich dann nach vorne. Da ein. Au. Das ging jetzt so schnell. Eigentlich offiziell rush ich nach vorne und schieße dann einen Pfeil, einen Auto-Tag, der den Gegner crippelt für 2 Sekunden und 100 Bonusschaden macht. Und kann sein, dass ich in dieser Zeit
entweder komplett immun bin oder Crowd Control immun, weil es halt eine, ja, eine Dodge-Rolle, also eine Ausweichrolle will er machen. Ja. Das ist jetzt das Ding, ich habe ein paar Sekunden Zeit zu schießen. Okay, vielleicht verbraucht vielleicht doch keinen Arrow, ich habe es irgendwie nicht mitbekommen. Wenn er eigentlich welche verbrauchen, ist es ein Bug, dass man dann doch keine verbraucht, wenn man doch einsetzen kann, wenn man keine von diesen Pfeilen hat. Sind sich die Leute noch nicht sicher, wie weit das alles Bugs sind? Ich habe jetzt 3. Ich habe jetzt immer noch 3, okay. Also es wird ein super Pfeil geschossen, aber irgendwie hat es keinen Effekt. Ja. Ein Attack Speed und ich sterbe gleich. Oder ich bin gleich tot. Ja, bin ich. Nein, doch nicht. Gut. I need to rest. Ja. Ich habe meine Taste an der Tastatur immer noch nicht eingestellt, dass es problemlos funktioniert. Warum habe ich eigentlich das gekauft? Warum kaufe ich jetzt das? Den verkaufe ich. Verkaufe ich auch. Ich kaufe mir das. Und wo sind die Schuhe? Schuhe. Ja. Wow, jetzt habe ich natürlich dann die Voice Commands, die noch aktiviert waren. So. Ja, wieder ein Strong Target. Mir die Ulti sind etwas verkackt gewesen gerade. Ja. Keine Pfeile hoch, schade. So, dann waffe ich mal das, vor allen Dingen um die Passiv zu erhöhen, die dann später doch noch recht witzig sein kann. Passiv ist immer, auch wenn man nicht den Buff an hat. Also ein bisschen erinnert er, ich glaube das ist ein er, Rama. Hätte ich in Rallye-Unterricht besser aufpassen müssen, er oder sie. Das ist ein hinduistischer Gott jedenfalls. Ja. Da, so ein Pfeil liegt da. Ich habe jetzt einen im Köcher. Jetzt habe ich 2 im Köcher. Und der Cooldown von dem nächsten wird nicht unterbrochen, sondern läuft ganz normal weiter. Ich sammle einfach einen. Wirklich nein. So. Eine Sache, die noch. Die Ulti von mir sieht man. Oh, die hauen jetzt natürlich ab. Das ist schade. Hätte ich sogar machen müssen. Ja, doch. Erwischt habe ich jetzt doch noch. Geh mal zurück. Ulti macht eigentlich ganz ohne Schaden. Die Ulti. Jetzt habt ihr natürlich schon gesehen, was er macht. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, werdet ihr gleich sehen. Jetzt schauen, dass ich einen von den Low erwische. Warte mal, die 3 und wenn ich. Okay, ist natürlich jetzt nicht ganz so passend, aber ich kann auch seitlich rollen damit oder schräg. Wie ich halt will. Und Anhol bekommt gerade auch nicht aufs Maul. Warum macht der nichts? Auch ein bisschen komisch, die KI manchmal. Nein! Ich wollte schräg nach hinten rollen, bin aber nur noch hinten gerollt. Und jetzt kommt meine Ulti. 1, 2, 3. Ich schieß 3, wobei der. Ja, Türbegriff. Man sieht hier, liegen 1, 2, 3 Pfeile rum. Macht keinen Sound, wenn man sie aufhebt. Vielleicht wird es noch gemacht später. Ja. Mit Ulti kann ich 3 Pfeile schießen. Sie werden immer stärker, dafür wird das Gebiet kleiner, wo sie eintreffen. Also mit einem Multipl. Ja. Jeder erhöht den Schaden 50, 75, 100. Also ich vermute mal, dass der erste 50% davon macht, dann 75% davon, dann 100% davon macht. Dafür wird dann halt der Gebiet des AEs oder AOE wird dann halt kleiner. Ja, stopp hier beiden. Was ich mal ausprobieren soll, ist ein Bug, den ich gehört habe, dass es den gibt.
dass nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass manche Item-Effekte auch auftreten. Ja, und man sieht, ich kann es jetzt nicht canceln. Ich könnte... Warum habe ich jetzt 3 gelevelt? Wenn ich die 3 mache, habe ich das so, aber hab's immer noch. Einzige Möglichkeit für mich, das jetzt abzubrechen, auch 2 machen hilft nichts. Einzige Möglichkeit für mich, das abzubrechen, ist von dem Broad Control vom Gegner getroffen zu werden. Ich weiß nicht, ob es mit Poseidon und seiner Welle auch klappt. Habe jetzt natürlich blöd verfehlt. Und ich nehme jetzt mal den Golden Bow und nicht standardmäßig den Melis. Hat den Grund, dass ich den Bug, den ich im Forum gesehen habe, einfach mal ausprobieren möchte. Ob das klappt. Golden Bow hat den Effekt, dass ein Auto-Tag Splash Damage verursacht, bei jedem, den er trifft. Man sieht, ja, abgebrochen jetzt. Man sieht, ich schieße auf einen und alle nehmen Schaden. Wollte ich eine neue Welle? Ja, ein bisschen Lifestyle habe ich. Aber leider nicht so viel. Ja. Muss halt von einem Quadrant-Schuss vom Gegner getroffen werden, dass die 1 abgebrochen wird. Das ist halt schade. Aber. Ich vermute mal, es macht Splash Damage, weil sonst hätte ich nicht so abartig viel Schaden gemacht gerade. Deshalb, wenn jeder von den Typen splasht, 6 Gegner, 6 mal splashen, das ist dann ein Haufen Schaden. Man sieht, so ist dann halt der normale Schaden und ja, ich glaube, das ist bei allen. Jetzt eine normale Minion. Ja, also der Jump von Anhur funktioniert auch. Ne, das Ulti funktioniert auch. Ja. Es wird dann etwas öfters gemacht. Der Pfeil droppt zwar wirklich nur bei dem ersten, da haben sie aufgepasst, dass du nicht, wenn der Pfeil durch 5 Gegner doch fliegt, dass du dann plötzlich 5 Pfeile droppst. Also Attack Speed ist schon recht hoch, das heißt, hält schon mit Artemis mit dem Attack Speed. Bin ich ganz gut, oder ja. Bisschen verwöhnt mit den Attacken. Dafür, ja. Ist meiner Meinung nach, auch wenn es ein paar Attacken hat, die Damage machen, also hat es eigentlich nicht. Stimmt sogar. Ist eigentlich ein purer Assassine, war 2 ist ein reiner Buff, 1 verändert einfach meine Autotext. 1, oh, man sieht, ich schieße aber ganz mal Autotext, wenn ich jetzt schieße. Und 3 ist ein Rush mit danach Autotext. Wenn ich das jetzt mache, dann müsste ich ja alle. Oh ja. Das ist ein Haufen Splash Damage, den ich mache. Ach, finde ich ganz witzig. Was? Ja, okay. Jetzt sieht man es natürlich nicht. Ein weiterer Bug ist, dass wenn man alle Pfeile verschießt. Und ja, wenn ich aber hier mache 1, 2, 3, dann habe ich jetzt 9 Sekunden, bis ich den Pfeil wieder habe. Ja, wenn ich 0 habe und einen Pfeil einsammle, dann habe ich immer noch den Cooldown drauf. Der Cooldown entspricht die Zeit. Der Cooldown hier entspricht der Zeit hier unten, bis der aufgeladen ist. Aber eigentlich kann ich ja den einen Pfeil auch schon wieder verschießen. Das ist, ja, der Bug. Bisschen blöd. Ja, jetzt nochmal Ulti auf den da. Hier ist es. Oh, macht schon einen Haufen Schaden. Okay, ich hau die ab. So. Jetzt mit dem Triple und ja. Schon das Splash hinterher. Oh ja. Ganze Haufen Immunität vom Titan.
Ah, jetzt habe ich ihn. Rush hat er jetzt den Rush durch. Ist ein Stuhl abgebrochen. Steht doch hinten auf. Sieht ganz witzig aus. Ja. Schön kaufen, dann den. Können wir jetzt den auch noch holen. Meine Skills habe ich jetzt leider noch nicht voll die Ulti, aber ja, kann nichts machen. Also der Effekt Golden Bow funktioniert, ein paar andere Items, die Bonus-Effekte machen. Ich glaube auch bei Bloodforge, wenn ich mit dem Schuss doch alle durchtreffe, kriege ich die Ladung, als hätte ich irgendwie 5 Leute getroffen oder so. Ich habe 5 Leute treffe. Ja, kriege ich. Man sieht, ich habe jetzt plötzlich 3 Ladungen, obwohl ich einmal geschossen habe. Dürfte auch nicht sein. Ja. All die 3 ist eigentlich hauptsächlich darum, den Gegner daran zu hindern, abzuhauen. Ich krüppel den Gegner, damit er keinen Jumpskill oder Rush oder sowas einsetzen kann. Ja. Noch krank overpowered, meiner Meinung nach, aber wird sich wahrscheinlich ändern. Ich mache auf alle Damage. Habe ich auf den auch Schaden gemacht? Ich glaube schon, auf ihn machen wir Schaden. Sind sie eigentlich? Man sieht, jetzt ist meine 1 abgebrochen gewesen. Ich mache Attack Speed an. Den plätt ich jetzt. Ja. Ah ja, ich habe ja noch gar keinen Voice Pack. Gibt es doch auch noch gar keinen Voice Pack für ihn. Weiß ich jetzt nicht. Hätte ich vorher im Startmenü schauen müssen. Hierbei. Eine Sache zu Passiv noch, sie wird abgebrochen und komplett zurückgesetzt, wenn man stirbt. Da ist mal 5 Pfeile drin, stirbt, spawnst mit nur eine, gar kein Pfeil und muss die Pfeile wieder aufladen. Aber geht ja mit Attack Speed dann doch recht schnell aufzuladen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe dann die Windlobby abgebrochen, als ich mit ihm gespielt habe. Eine Sache, die es auch gibt hier, man kann jetzt das Spiel über Facebook und Twitter teilen. Was aber auch noch verbuggt ist, warum man irgendwelche falschen Match-IDs dann anzeigst. Aber wenn ich mich recht erinnere, sind das die 8. Ja, ist so hinduistisch oder mit dem orangen Ding schon fast eher buddhistisch. Das ist dieses 8-zackige Rad. Das Rad mit 8 Speichen, was irgendwie 8 Wege, 8 Weisheiten, 8 Himmel oder. Nee, nicht 8 Himmel, aber die 8 Stufen des ewigen Lebens oder sowas anzeigen. Irgend sowas. Könnt ihr mich schlagen? Ich habe keine Ahnung von dem Zeugs. Ich bin im Rally nur das gut, was man halt von der letzten Stunde sich noch erinnern kann. So. Noch ein paar Sachen, die ich euch zeigen wollte. Ja. Hier jetzt Home. Rama. Der 7. Avatar von Vishnu. Okay. Zerbricht den Bogen, um daraus wieder einen Bogen zu machen. Finde ich auch sehr schön. Ja, hier, der Raskin hat einen ganz guten Zweck ja eigentlich, dass man halt Geld spendet. Das hier unten, das unlogisch, was eigentlich nur ein Testserver ist, wo eigentlich alles zurückgesetzt wird dann. Glaube ich jedenfalls, dass das zurückgesetzt wird, oder es wird jedenfalls nicht realistisch umgesetzt dann. Ja, nochmal hier, also bis zum 4. Juli. Oh ne, glücklicher 4. Juli. Kann man sich halt bis zum 4. Juli irgendwie kaufen. Der wird jedes Jahr höchstwahrscheinlich wiederkommen. Als amerikanischer Feiertag. Und für jeden Skin werden 2 Dollar dem amerikanischen Roten Kreuz gespendet. Also ein ganz nober Zweck. Dann, ja, ihr habt es richtig gesehen. Neuer, endlich gescheiter Skin für Fenrir. Fenrir als Cyborg oder komplett Roboter. Ja, ein bisschen Cyborg-mäßig, würde ich sagen, weil hier irgendwie dahinter scheint noch was zu stecken. Also ja, hier mit so Eisenrüstung, Klauen etc. Dann, auch noch neu, Iron Gamer, Torskin, hier mit diesem Gaming-Abzeichen. Kostet Games, obwohl eigentlich fast nur der gleiche Skin ist, sieht ein bisschen anders aus, hat dann hier halt
Iron Gamer Abzeichen ist dazu da, um ja kleinere Gruppen, kleinere E-Sport Gruppen zu unterstützen. Und dann hier Football Bundle und Team Solo Meet. Und Refer a Friend, das ist immer da. Das wird wahrscheinlich nie weg sein. Wenn ich 10.000 Leute einlade und meine Liste hier unten voll ist an Freunden, wird die wahrscheinlich immer noch anzeigen, Refer a Friend. Ja. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen und man sieht sich dann beim nächsten Mal. Ciao Leute.